unser Kundgebung hat das Motto nach der Solidarität. Solidarität mit wem? Fragte uns das Ordnungsamt, der Herr Böhm vom Ordnungsamt. Wir hätten antworten können mit Obdachlosen oder Geflüchteten, aber eigentlich hätte die Antwort lauten müssen: Solidarität ist ein Wert an sich. Es ist eine Grundhaltung, es ist eine ganz andere Auffassung von Gesellschaft. Solidarität heißt Solidarität mit allen Menschen. Ja. Es ist ganz gleich, welche Herkunft und welche Vorgeschichte. Allein schon die Eigenschaft Mensch, die haben wir alle begründet, das Recht auf Solidarität. Aber diese Antwort, Solidarität, das hätte das Ordnungsamt wahrscheinlich nicht verstanden. Wenn wir aber geschrieben hätten, nach der Konkurrenz, dann wäre die Sache klar gewesen. Gell? Konkurrenz, das ist was Gutes, Marktwirtschaft, Wettbewerb, Konkurrenz belebt das Geschäft. Gell? Unsere komplette Gesellschaft, die fußt auf Konkurrenz. Solidarität ist das Gegenteil von Konkurrenz. Und deswegen ist Solidarität verdächtig. Und darum hat das der Ordnungsamt nachgefragt. Wenn aber Menschen, so wie wir alle schon mal in unserem Leben, praktisch bei der Konkurrenz nicht mehr mitkommen, weil wir es einfach satt haben, nicht wollen, wie auch immer, gell? Und unter die Räder fallen, ja, dann sind wir selber schuld. Gell? Für uns, für Menschen, die schon mal Pech gehabt haben im Leben, da gibt es nur eins, Almosen und Mitleid, also sprich mehr oder weniger ja, Verachtung, gell, von oben herab. Bestes Beispiel für diese Haltung ist unseres Erachtens die Regensburger Obdachlosenpolitik. Kommenden Donnerstag, also am 31. März, hat sie ja herzlich eingeladen, da wird unsere Petition, also unser Bündnis Solidarische Stadt Regensburg, wir haben eine Petition, das ist so eine, ja, so eine Eingabe in den Stadtrat gegeben. Die Petition heißt: Obdachlose in leere Hotels wohnen zuerst. Leere Hotels, kommen wir später nochmal dazu, zum Beispiel gleich da drüben, das Star-Inn, das steht leer. Ja, das seit über einem Jahr schon. Sind in Konkurs gegangen, super, geil. Aber das könnte man zum Beispiel beschlagnahmen und für Menschen dann zur Verfügung stellen. Ja, müssen wir das dann besetzen? Besetzen. Wir sind dabei. Genau. Also der Ausschuss für Soziales und Stiftungsangelegenheiten im Stadtrat wird es vorgelegt. Genau, aber zu dem kommen wir dann später nochmal dazu. Muss man jetzt sagen. Also, damit der Stadtrat, weiß ich, ob es euch, der Stadtrat, da haben halt die Verantwortlichen versammelt, die wo irgendjemand gewählt hat, die sollten uns eigentlich alle vertreten. Damit aber die StadträtInnen nicht auf falsche Gedanken kommen, hat die Sozialbürgermeisterin, die Frau Freudenstein, die ist für uns alle zuständig im Sozialbereich, Frau Freudenstein, CSU, so ein Konzept. Ein Konzept zur Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe vorgeschoben und sowie eine Vorlage zur Errichtung eines Übergangshauses. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, Chancenhaus wird es dann auch genannt. Chancenhaus. So war schon das Wort Chancenhaus, muss ich persönlich sagen, finde ich persönlich zum Kotzen. Ja. Also ich möchte ein Rechtehaus, weil jeder Mensch hat Menschenrechte und Chancen, das klingt so, ja, wie das Recht zu wohnen, das ist irgendwie so wie ein Lotteriegewinn, gell? Das kann man bekommen oder nicht bekommen, aber unseres Erachtens hat jede das Recht auf eine Wohnung. Also und ich gehe jetzt ein bisschen auf diese Vorlagen ein, die wohl unsere Sozialbürgermeisterin, die Frau Freudenstein, da einbringt, weil das einfach so typisch ist, wie das immer abläuft. Ich habe da ein paar Punkte rausgesucht. Ich hoffe, dass ich es so einfach mache wie möglich, weil es ist natürlich alles ein bisschen bürokratisch. Aber wenn man es einmal durchschaut hat, ist es eigentlich ganz einfach und primitiv, wie das so abläuft. In dieser Vorlage, was die Bürgermeisterin Frau Freudenstein da vorgibt, wird am Anfang erst einmal ganz wirklich vorbildlich aufgezählt, was nach allgemeinen internationalen Standards praktisch als obdachlos gilt. Das sind jetzt nicht nur Menschen, die unter freiem Himmel schlafen müssen, oder in Notunterkünften schlafen, sondern zum Beispiel auch Menschen, die keine menschenwürdige Wohnung haben, zum Beispiel Frauen in Frauenhäusern, die nicht selbstbestimmt leben können, oder Geflüchtete in Wohnheimen, oder natürlich Menschen, die sich von einem Freund, einer Freundin zum nächsten durchschlafen, die sogenannte verdeckte Obdachlosigkeit. Oh mein Gott. Alles ist obdachlos und alles brauchen eigentlich ein eigenes Zimmer zumindest, wo man abschließen kann.
okay, das ist eigentlich einmal ganz gut. Die Frau Freudenstein fängt ja ganz gut an. Aber was macht sie mit diesem Wissen, mit dem, was eigentlich internationales Obdachlosigkeit gilt? Nix. Sie macht nichts draus. Denn weiter unten wird dann der Bedarf für Regensburg berechnet. Und da spielen plötzlich die Frauen in den Frauenhäusern, Entschuldigung, keine Rolle mehr, gell? Auch nicht die Geflüchteten, auch nicht die verdeckten Obdachlosen und so weiter. Da gilt nur noch als Obdachlos, wer zu einem bestimmten Stichtag in einer der vier Notunterkünfte oder Sammelunterkünfte in Regensburg ordnungsrechtlich, das wisst ihr wahrscheinlich oder vielleicht, was es heißt, ordnungsrechtlich untergebracht ist. Gell? Und das sind natürlich wieder viel weniger, wie die wo eigentlich... Ganz genau, genau. Die Dunkelzimmer ist völlig höher. Also Caritas zum Beispiel sagt ja, es wird ja auch nicht genau erfasst. Obdachlose interessiert nicht, das wird nicht irgendwie statistisch genau erfasst. Aber Caritas sagt zum Beispiel, dass in Regensburg ungefähr 500 Menschen mindestens obdachlos sind. Gell? 500. 500. Aber die Stadt sagt, ja, an dem Tag waren es nur 185. Und die Dunkelziffer haben mindestens 500 und dann wird der Bedarf nur auf 185 hochgerechnet. Ja? Dann sagt man ja, 185 reicht und die 500, das passt dann schon. Das ist der erste Trick. Ja? Der zweite Trick ist natürlich, dass immer gesagt wird, wir Obdachlose sind selber schuld. Natürlich, gell? So wie gesagt, es fehlt ihnen, das sind jetzt lauter Zitate. Es fehlt uns, es fehlt Obdachlosen an sogenannter Wohnkompetenz, gell? An Eigenverantwortung. Es fehlt Obdachlosen, sie können Hausordnungen nicht einhalten oder Ordnung und Sauberkeit in der Wohnung. Kurz, Obdachlose seien nicht mietfähig. So wird es dann dargestellt. Gell? Was aber fehlt in dieser Vorlage, ist zu erklären, die Schuld zum Beispiel der VermieterInnen. Gell? Die zwecks Gewinnmaximierung, Menschen wegen angeblichen Eigenbedarfs oder rausschmeißen, ja, ja, weil sie da mehr verdienen können. Oder mit Trick Modernisierung, da kann man die Miete fast beliebig erhöhen, dass unbezahlbare Mieten sind. Das sind eigentlich, das ist die Schuld der VermieterInnen. Das spielt keine Rolle nicht, gell, bei Obdachlosigkeit. Was fehlt, ist auch die Schuld der Kommunen, die tausende und abertausende Sozialwohnungen die letzten Jahre an Profitheilige, Vonovia und was alles gibt, verkauft haben. Was fehlt, ist die Schuld der Justiz, die fast immer zugunsten ihrer eigenen Klasse, gell, als welchen Spitzende besser verdiene, entscheidet. Habe ich selber miterlebt. Was fehlt, ist auch die Schuld zu nennen von Polizei und Gerichtsvollziehenden, die auch noch die ungerechteste Zwangsräumung mit aller Härte durchziehen. Ich selbst bin vor ungefähr einem Jahr, im Januar vor einem Jahr, zwangsgeräumt worden aus einem ehemaligen Sozialbau, Erika-Weg, der klassisch privatisiert worden ist. 35 Jahre habe ich da gewohnt, natürlich Hausordnung und alles habe ich gemacht, ist klar. Aber ich war halt dann ein Bestandsmieter und für die letzten Vermieter ist ein Bestandsmieter nicht interessant. Da kann man nur alle drei Jahre 15% die Miete erhöhen. Wenn du aber einen neuen Mieter drinnen hast, kannst du das Doppelte und Dreifache verlangen. Ja. Hab ich dann rausgeklagt. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, aber das hängt damit zusammen. Als dann die Räumungsklage gegen mich lief, kam dann auch eine Dame vom ASD vorbei, vom Allgemeinen Sozialdienst Regensburg. Kennst du vielleicht auch, gell? Allgemeiner Sozialdienst, ja. ASD. Die hat mich dann gefragt, wie sie mir helfen kann. Super, habe ich gesagt. Ja, ich brauche da ein bisschen Geld für eine gescheite Rechtsanwaltschaft. Weil ich habe zwar einen Rechtsanwalt gehabt, aber der hat halt nichts gemacht, weil er halt nur maximal Prozesskostenhilfe gekriegt hat von mir. Und das glaubt natürlich auch nicht. Da macht man dann die Vermieter, wenn es ein bisschen größer ist, die haben Rechtsanwälte, die kriegen 400 Euro in der Stunde. Die machen dann schon was. Ja, ich habe gesagt, super, Frau vom Allgemeinen Sozialdienst, ich brauche eine gescheite Rechtsanwaltschaft. Dann bleibe ich drin, weil ich hätte zum Beispiel für eine Heizung, die gar nicht da ist, wo der Vermieter gar nicht eingebaut hat, hätte ich praktisch Miete zahlen sollen. Ja. Also unglaublich, aber der Richter hat gesagt, das ist okay. Aber so etwas hat sich die Dame vom Amt natürlich nicht im Angebot. Ich könnte aber eine Liste
von Adressen von Regensburger Wohnungsunternehmen bekommen. Also das sollst du machen, weil Google kann es selber. Und damit kommen wir eigentlich zum dritten Punkt. Frau Freudenstein, die ist mächtig stolz in ihrer Vorlage auf ihren Allgemeinen Sozialdienst, ASD, weil der angeblich viele vor der Obdachlosigkeit rettet oder Obdachlosigkeit verhindert. Aber was der ASD eigentlich macht, das ist Mieterhöhungen und Räumungen für die EigentümerInnen so reibungslos wie möglich über die Bühne zu bringen. MieterInnen bekommen vielleicht etwas Geld, um Mietschulden zurückzuzahlen, aber nicht, um ihr Recht einzuklagen. Damit hilft der ASD sozusagen als kostenloser Service den VermieterInnen und trägt direkt dazu bei, die Mieten zu steigern. Und jetzt komme ich zu unserem Hauptthema. Habt ihr schon mal was von Housing First gehört? Housing First, diesen Titel. Also das wird auch nicht so öffentlich gesagt, weil das ist eine ganz tolle Sache. In der Vorlage von der Freudenstein, da steht zum Beispiel kein einziges Wort drin von Housing First, Wohnen zuerst heißt das, Housing First. Das Housing First Konzept zeigt überall, wo das angewandt wird, ganz super Ergebnisse. 8 von 10 Obdachlosen schaffen es dadurch, aus der Obdachlosigkeit zu entkommen. Vor allem in Finnland und so wird es angewandt. Also Housing First, das heißt, das gibt allen Menschen unterschiedslos erst einmal ein Zimmer, eine Wohnung. Da muss keine Voraussetzung bringen, dass du jetzt nicht mehr alkoholabhängig bist oder drogenfrei oder so. Einfach erst einmal kriegst du eine Wohnung, weil es ja ganz klar ist. Jeder vernünftige Mensch checkt es sofort. Ich kann nur, wenn ich eine gescheite Wohnung habe, wo ich zusperren kann, wo ich meine Privatangelegenheiten regeln kann. Gell? Und du kriegst keine Arbeit, gell? Und das kommt dazu, erst dann kann ich vernünftig mein Leben planen. Kriege meine Traumata und was weiß ich alles. Gell? Geht das auch mit Tieren? Genau. Weil du hast dann ein eigenes Zimmer, gell? Das ist nicht so wie eine Notwohnanlage, wo du aus hygienischen Gründen dein Tier nicht mitnehmen darfst, angeblich. Gell? Natürlich auch mit Tieren. Also Housing First, Wohnen zuerst. Finnland und so haben praktisch die Obdachlosigkeit fast schon ganz abgeschafft, weil jeder bekommt da ein Zimmer und wie gesagt, ganz viele schaffen es da wieder zurückzufinden, wenn es dann wieder was in Ordnung hat. Doch in Regensburg, da will man von so vernünftigen Sachen nichts wissen. Da gibt es eben das Stufenmodell. Gell? Du musst erst einmal jahrelang beweisen, dass du schaffst, irgendwie, dass du mietfähig bist, dass du schaffst auf der Straße oder wo auch immer, vor einem Tag auf den anderen, wenn du liebst, deine Probleme in den Griff zu bekommen. Das ist eigentlich, schafft nicht einmal jemand, der keine Probleme hat, geschweige denn jemand, der schon Schicksalsschläge hat. Ja, also Housing First, das wird in dieser Stadtratsvorlage mit keinem einzigen Wort erwähnt. So, jetzt komme ich mehr oder weniger zum Schluss oder zu dem Thema, wo wir vielleicht heute dann später noch ein bisschen ratschen könnten. Was kann man tun? In Köln, da gibt's, Köln. Da haben sich Obdachlose zusammen da, 2020 war das, und haben gemeinsam ein Haus besetzt. Das war von der Stadt, haben ein Haus besetzt, die haben einen Verein gegründet. Der Verein nennt sich Obdachlose mit Zukunft, OMZ, Obdachlose mit Zukunft. Die haben dann von der Stadt auch die Genehmigung gekriegt. Mittlerweile haben sie einmal umziehen müssen. Aber die können seit 2 Jahren selbstbestimmt da drin leben. 40 Menschen. Die machen einmal in der Woche ein Plenum. Die haben ihre Zimmer alles selber renoviert. Natürlich waren auch da Helfer dabei und so mit Spenden. Aber das ist eine Sache, die menschenwürdig ist und funktioniert. Das ist ein bisschen was anderes, das ist Mietshäuser-Syndikat. Aber das geht auch in die Richtung. Also auch in Regensburg, da gibt es ganz viele leerstehende Gebäude. Das kennt ihr wahrscheinlich besser als wir. Eines davon, Kreuz, bitte. Er darf kurz unterbrechen, hier steht Kater, CHARTA_1. Dies ist eine institutionalisierte Übersetzung. Das Abbruchhaus ist auch. Ja, genau. Also, das
darum gekümmert, dass die anderen. Genau, das da in, wo wir vorher schon gesagt haben, das da in da drüben, das steht leer. Dann, was du schon gesagt hast, das Abbruchhaus, also Gaststätte Bückelhof, ja, wo wir vor zwei, drei Jahren hergerichtet haben. 2016. Also erklärt sich da. 2016, 2017. Jeder hat mitgeholfen, dass das Scheißabbruchhaus sauber gemacht worden ist. Ja. Und dann ist es jetzt komplett. Ich bin gleich fertig, da können wir in die Diskussion einsteigen. Ich bin gleich fertig, können wir in die Diskussion einsteigen. Das ist mir ein bisschen zu viel. Aber ich bin gleich fertig. Das Gloria-Kino, das kann man zum Beispiel. Warte! Hallo! Gleich, bitte. Gleich. Ganz gleich. Also der Pfarrhof am Stahlzwingerweg, ein wunderbarer Pfarrhof mit einem schönen Garten. Am Neupfarrplatz. Wir wohnen da! Super! In der Tennlergasse 13, aber das ist das blaue Haus am Neupfarrplatz, wo die Hypo-1-Bank drin war. Die steht seit 2015 leer. Na, da ist niemand drin, oder was? Genau, da ist niemand Alex, da ist niemand drin. Ja. Seit 2015 oder in Kasernenviertel zum Beispiel das Hotel Mercure, die steht auch schon seit über einem Jahr leer. Oder auch 150 Zimmer. Genau. Also vielleicht, jetzt also gehen wir zum Schluss. Halt nach dahin vielleicht. Und steigen ein und dann können wir dann in alle Wohnungen ungefähr. Ja, vielleicht geht es nicht ganz so schnell, das muss natürlich organisiert sein. Aber vielleicht findet sich heute eine Initiativgruppe. So ähnlich wie es in Köln. Die haben da das eine vorher gemacht, muss ja vorbereitet sein. Gell? Es soll ja auch was sein, wo es sich orientiert, wo man nicht gleich rausgeschmissen wird. Eine Initiativgruppe Obdachlose mit Zukunft Regensburg, OMZR. Und das wäre super, wenn wir da vielleicht irgendwie was in der Richtung gemeinsam auf die Beine stellen können. Okay, jetzt bin ich fertig. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Okay. Super, super.